Servus und willkommen zurück zu Pokémon Trading Card Game Online. Ja, also, ich zeige euch kurz hier. Abgeschlossen. 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 Sehr schön. So, das wird jetzt nämlich wieder ein Pack Opening. Mit 7, 10, 21, wieder 24, wenn ich mich nicht verzählt habe, Booster. Und danach werde ich den Versus-Modus erst einmal in Angriff nehmen. Das ein oder andere Match mal aufnehmen und ja, dann oh, Regirock, wie Karte geht so weiter, wie es letztes Mal aufgehört hat mit den geilen ja, Karten. Und ich muss noch die täglichen Herausforderungen immer machen. Und deswegen habe ich jetzt also mein Plan. Oho, nices Ding. Das ist Full Art. So schaut Full Art aus. Also war das beim letzten Mal war keine Full Art. Nice. Genau, jetzt mein Plan ist tägliche Herausforderungen, dann die Versus Matches und Turniere noch. Die Turniere werde ich wahrscheinlich dann zusammenschneiden und als ein Video bringen. Es kann sein, dass die Wartezeit dann ewig lang ist immer. Genau. Aber da werde ich mir noch ein paar Gedanken dazu machen. So. Und gerne noch ein paar geile Karten. Okay. Und am besten immer Karten, die ich noch nicht habe. Jawohl, Summer Center. Jetzt weiß ich nicht, wie das andere heißt, aber das habe ich ja auch schon gezogen gehabt. Ich glaube sogar beim ersten Pack Opening. So. So, das. Gut. Dokai. Nur 4 € bloß. Geilen Karten lassen sich jetzt wieder Zeit. So, jetzt hat langsam darf wieder mal was Geiles kommen, bitte. Noch geiler, bitte. Ja, endlich mal wieder. Inferno Port.
Schön. Bam, bam, bam. Zack. Jawohl, Impoleons Knie. Also mit den Haufen Karten kann man sich doch bestimmt schon ein geiles Deck zusammenbauen. Wie viele verschiedene Artworks jetzt so Fluchtzelle und so Zeug hat. Also ich kann es ja verstehen, wenn die Pokémon immer neue Artworks kriegen, weil die auch dann andere Attacken haben. Aber Fluchtzell ist halt immer das gleiche. Nur ein anderes Bild. Naja. Und nichts. Drei Stück noch. Und hoffentlich drei geile Karten mit drin. Cresselia und Smogmog. Na, Mist, ich wollte jetzt eigentlich gerade auf das Aussehen des Boosters hinweisen. Aber jetzt ist es schon zu spät. Letztes Booster Pack. Und was haben wir drin? Bommelwirbel. Panzeron. Und nice. Also wenn man linke und rechte Maustaste gleichzeitig drückt, sieht man schon, bevor es umgedreht ist, was es für eine Karte ist. Cool. Okay, das ist, glaube ich, bis jetzt die beste Karte. Also die wertvollste vielleicht sogar. Nein, nein, ist es nicht. Die goldene ist die wertvollste. Na, vielleicht ist es die beste. Keine Ahnung. So. Schauen wir mal kurz in die Sammlung. Kann man da irgendwie. Ne, kann man wahrscheinlich nicht. Doch, neu hier. Zack. Da alles ist neu. Aber die sind wahrscheinlich auch von den letzten Malen neu. Könnte ich mir vorstellen, weil ich mir die alle noch nicht angeschaut habe. Oh. Ja. Sind schon geile Karten dabei. So, da. Regirock. Was sind doch bloß die ich heute gezogen habe, oder? Oder zumindest die ich noch nicht so direkt angeschaut habe. Na gut. Also als nächstes ist auf jeden Fall hier die täglichen Herausforderungen. Muss ich schauen, dass ich da die Psycho-Aufgabe erledigt. Endlich einmal. Ich habe ja dieses eine
Obwohl ich, da ist ja jetzt auch Psycho dabei. Oh, ja. Und jetzt weiter. Ach so, ich muss da. Aha, okay. Ja, und jetzt? Ja, okay. Ja, passt schon. Gut, hab verstanden. Tschüss. Da ist auch Psycho dabei. Da. Okay, kann ich auf jeden Fall mit denen zwei Decks das erledigen. Das passt dann, aber das kann ich nur im Turnier- oder Versus-Modus machen. What? Okay. Komische Karte, die mal da drin ist. Also gut. Das soll es jetzt gewesen sein von mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.